Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Alteiche im Westerwald. Ja, Leute, wir sind immer noch hier beim Striegeln von den Sojabohnen. Ich hatte hier noch ein, zwei Bahnen weitergemacht. Wir sind aber auch hiermit jetzt fast fertig. Wir müssen noch zwei oder dreimal hin und her, das bisschen hier noch. Und dann dachte ich mir, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier nach auf jeden Fall uns mal die Flüssigdüngerspritze oder die Spritze im Endeffekt ankuppeln und dann mal gucken, ob die hier noch irgendetwas benötigen, weil dann machen wir nämlich das Felden hier nämlich komplett fertig und dann ist das nämlich ready. Da brauchen wir uns darum nämlich erstmal keine Gedanken mehr zu machen. Und ja, ne, so ist es das. So, ja. Wie gesagt, also ich denke mal, auch dieses Projekt wird so langsam, aber sicher auch sein Ende finden. So langsam, aber sicher. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen. Und ja, ich denke mal, wir sind jetzt auch fast... Ne, sind wir schon mit der Folge? Ne, sind wir noch nicht. Also wir sind noch nicht im Oktober drin. Aber trotz alledem, ich sag mal, so ein bisschen Planung und so weiter, das muss ich auch mal alles machen für Projekte für den kommenden LS. Da hatte ich ja letzte Folge auch schon was erwähnt. Wer vielleicht da noch nicht reingeschaut hat, guckt da auch gerne mal rein in die letzte Folge. Und auch hier sei es nochmal erwähnt, wenn ihr euch den natürlich vorbestellen möchtet oder ihr möchtet euch sonst noch irgendetwas gönnen aus dem 22er oder dem 25er, wie auch immer, macht das gerne über meinen Partnercode STARLUS. Und ja, wenn ihr da einen Link möchtet oder ihr möchtet direkt dahin kommen, dann geht unten in die Videobeschreibung nach dem Video und guckt das Video durch. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. Nee, aber... Wie gesagt, guckt da einfach nachher vorbei und ja, gönnt euch da gerne über meinen Partnercode. Damit könnt ihr mich noch kostenlos unterstützen. Ne? Und ja, wie gesagt, also ich denke mal, dieses Projekt hier auf jeden Fall Alteiche im Westerwald. Es war auf jeden Fall ein sehr schönes, chilliges Projekt. Es war halt nicht so riesengroß und... immer so Gemach und vielleicht ist mir das eine oder andere mir nicht so gelungen oder ist ja auch etwas missglückt, sagen wir so. Aber trotz alledem, es geht ja meines Erachtens geht es hier einfach nur um den Spielspaß und das Erlebnis ganz einfach und darum sollte es sich auch grundlegend immer drehen. Ne? Also wir wollten hier nichts mit gewinnen oder sei sonst was. Und das war einfach nur ein chilliges, schönes, kleines Projekt, was dann doch irgendwie aus meiner Sicht mehr Folgen tatsächlich dann gegeben hat, wie ursprünglich von meiner Seite aus geplant war. Dazu diesem Projekt. Zu den anderen, die parallel laufen, ist halt auch so ein Ding, ich sag mal, was jetzt natürlich zu dem Video jetzt, was ihr jetzt seht hier auf der Alteiche, zu dem laufen ja nebenbei noch zwei andere Projekte von mir im Singleplayer. Und zwar einmal ist es ja die Galgenberg, die ja läuft. Ich denke mal, dieses Projekt, die Galgenberg, das wird auf jeden Fall jetzt auch, das wird definitiv sein Ende finden, weil das war jetzt auch für mich einfach mal so zum Gucken bezüglich, wie das alles sich so verhält mit den Jahreszeiten und so. Ne? Das war einfach nur mal so ein Projekt, was ich selber mal gucken wollte, um euch da teilhaben zu lassen. Das sind natürlich nicht so viele Folgen von gekommen, aber ja, ne, ist halt manchmal so. Und da muss man einfach dann auch mal einen Schlussstrich ziehen. Und
ja, wie gesagt, auch das andere Projekt, was natürlich jetzt mit Terra Live läuft auf der Holzer Map. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es da vielleicht bis zum Ende des 25ers ein paar Videos mehr kommen werden, weil ja dann Plätze frei werden bei mir, wenn die Galgenberge im Endeffekt ja dann ja endet. Ne? Das wird sich aber dann so im Oktober dann entscheiden oder anfangen oder ja doch, ich sag mal so Anfang Oktober wird sich da, denke ich mal, entscheiden bei mir. Ich muss mir da mal Gedanken machen. Vielleicht wird es auch so sein, dass vielleicht auch das Galgenberg-Projekt, wie gesagt, das wird auf jeden Fall enden. Wie sich das natürlich dann mit der Holzer Map verhält, muss ich gucken. Vielleicht wird das auch noch bis Mitte Oktober weiterlaufen. Und vielleicht mache ich ja wirklich mal so einen Cut. Und mach dann ein Überbrückungsprojekt, sage ich mal, das allerletzte Projekt im 22er von meiner Seite aus. Vielleicht irgendwo auf einer anderen Karte oder dass ich mir einfach irgendetwas überlege. Weiß ich nicht. Ob man da sagt, weißt du was, jetzt packen wir mal die komplette Realistikschiene aus, um da einfach mal zu gucken, wie überfordert ich eigentlich bin, wenn diese ganzen Rea-Mods hier mit drauf sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, da werden dann auch keine unendlichen Folgen von kommen. Das ist ja nur mal so eine Idee. Wenn ihr natürlich eine Idee habt, dann lasst mich gerne wissen, schreibt es mir sehr, sehr gerne. Würde mich wirklich mal interessieren. So, wie sieht jetzt hier aus? Aktuell. Also, der zieht mir mal nichts raus. Pflanze braucht keinen zusätzlichen Dünger. Okay, alles klar. Dann haben wir das schon mal rum. Das heißt, Dünger hat Soja genug. Die Frage ist jetzt nur, ja, könnte jetzt noch Kalk, aber das ist, lassen wir. Gut. Dann ist es so. Dann werden wir jetzt wie folgt hergehen. Wir werden jetzt nochmal gucken, ob wir den Drescher entladen müssen, weil irgendwie stimmen da ja die Triggerpunkte nicht. Dann werden wir mal zum Händler fahren und uns eine Einzelkorn-Sämaschine kaufen. Oder wir gehen wirklich her und, ja, weiß ich nicht, Zuckerrüben will ich jetzt nicht. Ich glaube, wir werden mal, ja, für Sojabohnen müssten wir dann schon wieder ein Schneidwerk haben. Ich glaube, wir werden, ja doch, wir werden jetzt mal, seht ihr, wir werden uns jetzt mal eine Kartoffellegemaschine angucken. Sonst mieten wir uns die. Werden wir auf dem Feld, wo vorher die Wiese war, werden wir uns mal Kartoffeln ansehen. Stopp. Das erste, was wir jetzt mal machen. Ich hasse das, wenn ein Drecker so aussieht. Ja. Erstmal Wischiwaschi machen.
außer hier die Gewichte, ne? Das ist so ein Ding, was mir bisher noch nie so einer so wirklich beantworten konnte. Warum die Gewichte immer so lange brauchen, bis die sauber werden? Die brauchen verhältnismäßig immer sehr, sehr lange. Warum? Keine Ahnung. Ich kann das euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja, reicht. So, dann gucken wir doch mal. Und zwar Einzelkorn. Warte, da ohne Einzelkorn oder Kartoffeltechnik hier. 150 PS, 3 Meter. Die könnten wir uns ja mal mieten. Ja. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt müssen wir wirklich was ausprobieren. Und zwar, normalerweise müssen wir ja da Kartoffeln reinlegen. Nicht veräppeln. Oder also nicht Kartoffeln reinlegen. Oh Gott. Schlechter Wortwitz. Sondern wir probieren jetzt mal aus, ob wir das nicht einfach befüllen können mit Saatgut. Ach, lol. Ja, können wir. Okay, gut, das war jetzt das letzte Saatgut, was wir hatten. Ja gut, aber damit können wir ja schon mal starten, ne? Aber sicherheitsweise werde ich jetzt mal noch schnell die Trecker tauschen. Hier, das sieht aus wie so kleine Eier. Anstatt irgendwie Kartoffeln da drauf, aber naja, gut. So, die stellen wir jetzt mal hier hin. Dann brettern wir mal kurz hier übers Feld. Weil ich glaube, der Anhänger, der ist nämlich voll. Aber wir brauchen den großen Case, um die Kartoffeln anzusehen. Nee, der ist noch nicht voll. Aber kurz mal einen Triggertausch. So, 94%. Ja, gut, der Kleine hier, der wird jetzt auch schon, der hat auch schon richtig zu schaffen. Trotzdem stellen wir den ja jetzt hier hin. Der ist auch noch nicht so weit, aber gut. Alles klar. Ja, Leute. Aber damit sind wir auch schon wieder durch mit dieser Folge. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich konnte euch so ein bisschen was unterhalten und auch euch mitnehmen in meine Gedankenwelt hier auf der Alteiche im Westerwald. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da. Schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Und falls ihr noch nicht gemacht habt, lasst mir auch gerne noch ein Abo da. Das kostet nichts. Solltet ihr euch noch den LS25 vorbestellen wollen oder ein DLC vom 22er, wie auch immer,
dann lasst mich gerne wissen, indem ihr einfach in die Videobeschreibung geht, geht auf meinen Link, bestellt euch den vor oder kauft euch das über meinen Link, Stalus, kommt ihr direkt dahin, ist alles verlinkt. Ich sage Dankeschön für das Einschalten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis denne, bleibt gesund und ja, bis denne, tschüssi.